Aber das ist, würde ich sagen, halb so wild. Nichts Besonderes wird es auf der Strecke geben, also nichts zum Aufdecken, obwohl hier können wir mal hinfahren. Und wenn man schon mal die Möglichkeit hat, dann sollten wir auch irgendwelche Sachen aufdecken. Oh, sehr schön, sehr schön. Genau das wollte ich sehen. Hoffentlich gibt es dann Kenworth. Ne, Quatsch, Kenworth haben wir schon. Hoffentlich gibt es dann Peterbilt. Fingers crossed, würde ich mal sagen. Dann können wir uns den Titan holen und in der Theorie auch den Freightliner Cascadia, aber das wird der Titan werden. Ich kann mich echt beim besten Willen nicht erinnern, dass wir jemals, also ist ja erst die achte Folge, aber dass wir jetzt überhaupt die Möglichkeit gehabt hätten, mit dem Mac Pineapple zu fahren. Ich glaube nicht. Oh. Wir sind ja gar nicht mehr in Kanada. Erst war das natürlich noch ein bisschen nervig. Aber später, wenn wir noch eine eigene LKW haben, dann müssen wir das nicht mehr ganz so oft ändern. Halt nur noch bei der Grenzübertretung. Hier fast eine andere Kamera kommt raus. Ui, langes Ding. Hätten wir auch eigentlich schon fast da bleiben können, ne, auf der vorliegenden Seite. Vorhin kann man sowieso den, rechts von der Farbe mal auf der linken Seite. Müssen wir das da eigentlich nur machen.
Power. Ab nach Dallas, 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 in diese Richtung. War es einer der wenigen steilen Berge auf der Strecke nach Dallas. Dallas? Dallas. Dallas. Auf der Interstate 29. Osten. Die aber gleich wieder verlassen werden. Direkt natürlich davor, Unfall, was auch immer. Dann fahren wir mal das alles mal durch Grand Forks durch. Und dann irgendwie ein bisschen mehr auf der Karte. Tragegang war jetzt nicht unbedingt notwendig. Erst auch mal in Grand Forks.
Oh, schön, wunderbar auf Kurvenreich. Strecke. Und noch haben wir nichts vor der Flinte. Was langsam fährt. Schon was gesehen. Da vorne fahren wir schon wieder. So, was sind hier mal Kurvenreich? Zum Glück ist gerade so wenig los, dass man eventuell sogar wagen könnte, es zu überholen. So, wir sind gegen 7 Uhr Central Daytime da. Sollen sie aber wagen, wenn es nicht bergauf geht, aber natürlich fahren sie hier so arsch langsam nach Rechtskurve. Müssen wir eh wahrscheinlich erstmal wieder Gas geben. Und mit unseren 90.000 Pfund hinten drauf. Das wird etwas dauern. Okay. Ach man, die wird doch eh gleich wieder, oder? Okay, ein bisschen zu früh angefangen zu überholen. Läuft. Wird wohl doch nicht geschichtet. Ich habe nichts getan. Kollege, deine Lichter funktionieren hinten nicht vom Trailer. Hier kann man so gut überholen, aber nein, durchgezogene Linie. Warum man die Reflexion von den Scheinwerfern ganz so komisch auf dem Trailer aussieht. Sieht echt ein bisschen merkwürdig aus. Ja, natürlich! Boah! Da ist Kurve! Kann man kaum was sehen, also kann man natürlich schon mal sehen, weil es flach ist, und dann ist natürlich eine gestrichelte Linie. Dann die auch gleich noch ist. Natürlich kaum Geschwindigkeit ist drauf. Okay, dann was bremsen. War dringend nötig. Haben wir nochmal ein vernünftiges Überholmanöver gemacht. Und dann können wir jetzt auch mit dem Tempomat weiter auf der... auf dem Freeway 2 war das, glaube ich. Oder war das die Minnesota Route 2? Kann auch sein. Minnesota... ja, Minnesota State Route 2. Ich bin da drauf. Ja, scheint so.
noch 150 Meilen, bis wir in Dallas, Dallas sind. Alles klar. Danke für die Warnung. Ich habe da nur gefühlt nur einen See gesehen, aber da war ja kein See. War das Ende der Map. Und plötzlich lahm gefasst. Schauen, ob sich die. Wird jetzt immer kurvenreicher. Ich glaube, das macht jetzt nicht mehr ganz so viel Sinn zu überholen. Das heißt, wir sollten dann so auf 57 Miles per Hour gehen, was der Tempomat betrifft. Das macht gerade wenig Sinn. Würde es wahrscheinlich wagen, aber eher weniger. Aber es macht jetzt nicht so viel Sinn. Machen wir ein Stückchen langsamer mit 56 Meilen hinterher. Und bremsen ist sowieso wahrscheinlich. Dieser Tour doch eine Tour und dann sollten wir. Mann, wie viel kostete dein Mac Titan denn nochmal? Waren das 120.000? Oder war der günstiger als der Mac Pinnacle? Werden wir gleich sehen. Wir werden ja den Peterbilt Hunter aufdecken und dann können wir gleich gucken, wie viel der Titan kostet. Ja. Hoffentlich können wir die Schnorchel da auch irgendwie abmontieren. Wäre schön. Hat zumindest meiner Meinung nach ein bisschen mehr Sinn in wie heißt das? In Australien mit dem Schnorchel. Vor allem, wenn man ins Outback muss.
klar. Dann fahren wir noch ein Stückchen langsamer. Gar kein Problem, wir sind ja gleich da. Und wir haben easy going noch genügend Zeit im Petto. Richtig viel. 5 Stunden sogar noch. Das sind wir nur 4:30, 4:30, ja gut, wir sind im Zeitrahmen. Natürlich, wenn es bergauf geht, fahren sie wieder schneller. Und bremsen. Solange sie nicht stehen bleiben, ist alles in Ordnung. Alles rum. Dann kommen wir noch voran. So, dann machen wir noch einen kleinen Umweg. Hoffentlich ist es ein Peterbilt hinter. Ich hoffe es. Ansonsten müssen wir so lange weiterfahren, bis wir den Peterbilt-Händler entdeckt haben. Ich würde ja schon gerne wissen, wie viel Geld wir einsparen müssen. Das sieht ja schon fast ein bisschen aus wie eine Stadtmauer. Nur halt, dass da noch eine Straße zwischenführt. Kups. Alles klar, ein Stoppschild ist hier in der Schule. Aber warum ist hier ein Stoppschild? Hä? Stoppschild? Hä, was ist denn hier? Ich habe das Gefühl, das Stoppschild ist hier ein bisschen falsch platziert. Egal. Wenn da vorne an der Straße eins fehlt, obwohl steht eigentlich an der Straße dann immer noch eins, wenn das dann sowieso schon auf der Straße steht. Oh weia, und hier sollen wir lang. Danke, Cops. Ihr seid übrigens Linksabbieger. Ihr hättet warten müssen, aber egal. Sekundur auch wichtig. Und da vorne ist eine rote Ampel. Also sie ist noch nicht rot, aber sie wird rot sein, wenn wir da sind. Überraschenderweise nicht. Und offenbar stehen die Ampeln wirklich ein Stoppschild. Dann war das Stoppschild wahrscheinlich wirklich falsch platziert.
Triebel hinter, hervorragend. Den neuen wollten wir. Schon wieder Bitumen, aber diesmal von einer ungünstigeren Seite. Verdammt. Ich glaube, die andere Seite von einer Richtung wäre günstiger gewesen. Obwohl. Ja, ich krieg ihn noch so hin. Auch sehr dicht hier an einer Garage. Hem, ich habe was vergessen. Besser spielt als nie. Geld und dann, ja, gehen wir auch gleich hier wieder gucken. 325 Meilen, gucken wir mal, wie viel. 110.000 haben wir. Ich glaube, wir brauchen 116, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Da haben wir eine Cascadia. Der würde 110.000 kosten. Und der Mac Level 10 119.000. Was für ein Level sind wir denn? Level 7 noch? Oh Gott, er ist Level 7.